So, und damit willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Heute wieder im Autotrack Simulator 2. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir machen sofort eine neue Fahrt. Ich bin mal gespannt, gibt es überhaupt heute irgendwas Kurzes von Dortmund nach Duisburg? Sägespäne geladen. Nehmen wir den Auftrag einfach mal an. Mich nimmt es Wunder, wie es euch geht. Erzählt doch mal, was habt ihr heute so gemacht? Schönes. Können wir mal so ein bisschen darüber philosophieren? Zeit zu gehen. So sieht's hier aus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr das überhaupt als so hell wahrnehmt. Ich muss da allenfalls nochmal gucken, was, dass ich da noch was umstelle, dass ihr das auch wirklich hell sehen könnt. So. Da vorne ist das Ausgangstor. Wir fahren übrigens nur 63 Kilometer. Das ist für, naja, für meine Verhältnisse sehr, sehr wenig. Aber finde ich gar nicht mal so schlecht. Es muss ja nicht immer hier. Ne? So. An sich bin ich mal gespannt auf die nächsten paar Folgen. Und wie gesagt, eure Meinung ist immer herzlich willkommen. So, Sägespäne transportieren. Ist ja auch mal nicht verkehrt. Ne? Biege nach rechts ab. Dann machen wir das doch mal. Hört sich für mich tatsächlich so ein bisschen an wie so ein Staubsauger. Von der Geräuschkulisse her. Anstatt wie ein LKW. Weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt das sehr nach Staubsauger. So, dann biegen wir hier mal nach links ab, damit wir auf die Spur auch kommen. So, tipptopp. Aber ich denke mal, die Autobahn werden wir eh nicht lange brauchen, so vielleicht ein paar Kilometer und dann war es das auch. Wir wollen ja nach Duisburg. Nach Köln könnte ich übrigens tatsächlich auch mal fahren, wenn ihr wollt. Also habe ich mir auch ernsthaft überlegt, mal ein paar Touren nach Kölle zu machen. Hochhaussiedlungen, wo das Auge hinblickt, da, ne? Auch nicht verkehrt. So. Ja, noch 35 Kilometer. Ich würde sagen, die eine der nächsten Ausfahrten wird es sein, wo ich dann verlasse, wo ich das Ganze verlassen werde. Und wie gesagt, mein Entschluss steht wirklich fest, wenn ich so. Ja, mit 500.000 ist vielleicht ein bisschen zu viel vom Ziel, aber. Wenn die ersten 300.000 dann auf dem Konto sind, ich denke mal spätestens bis dann werde ich auch entsprechend den LKW zutun. Ja, und was für ein LKW soll es denn sein? Ja, Mercedes-Benz. Weil Renault, Qualität ist ja jetzt von Renault ist nicht so der Hit, ne? Sag ich mal. Und deswegen, ja, muss das nicht unbedingt in meinen Fuhrpark. Auch wenn ich sagen muss, tatsächlich, dass Renault sich in den letzten Jahren extrem gemausert hat, also was die Qualität angeht, das muss man einfach sagen. Also wenn ich mir da überlege, wie Renault früher war und wie Renault jetzt ist, haben sie schon, finde ich, für meinen Geschmack einen ziemlich guten Job gemacht. Auch wenn ihr auch da sagen muss tatsächlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Renault Espace, klar, LKW und PKW ist ein bisschen was anderes, denke ich mal, aber da merkbar war die Qualität, den Qualitätssprung, sage ich mal. Ja, weil der Renault Espace
Ja, der ist halt von der Qualität schon, ich sage jetzt mal, wesentlich besser. Und da merkt man auch so ein bisschen, ja, man hat sich da schon so ein bisschen was überlegt. Welcome to Duisburg. Wunderbar. Das ist ja wunderbar. Bin ich ja jetzt gleich da. Der Herberg habe ich auch gefunden. Perfekt. Na, na, nicht zurückrollen. Das wird nämlich teuer sonst. Biege nach rechts ab. Machen wir das doch auch, ne? Biegen wir hier mal nach rechts rum. So, wunderbar. Ein V wie Charan. Auch gut. Demnächst rechts ab. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Wahnsinn, so nah ist die Firma. Ach, Tatsache. Biege nach rechts ab. Endlich, wir sind da. Dann schauen wir mal noch mal. Ja, probieren wir das mal. So, einfach jetzt gerade bleiben. Ja, ein bisschen weiter nach vorne darf ich schon noch. So, stopp. Perfekt, ich mache mal kurz den Motor aus, drückt die Taste T. Schauen wir mal. Ja, auch leicht verdientes Geld, ne, würde ich sagen. Ne? Perfekt. Bald bin ich auf Level 13. Gut, da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.